Mesut Özil zieht sich zurück aus der deutschen Fußballnationalmannschaft und er begründet das damit, dass er so viel Rassismus erleben musste von Seiten der Fußballfans, von Seiten des DFB. Frau Weidinger aus Straubing, was ist denn von dieser Begründung zu halten, Ihrer Ansicht nach? Ich bin da eher zwiespältig, muss ich sagen. Es ist ein schwieriges Thema an sich mit Rassismus und das Ganze muss man eben ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich finde es eher, muss ich sagen, schon negativ gesehen, weil er hat sich halt für die deutsche Staatsbürgerschaft eben entschieden. Und ich finde halt, dann sollte man halt auch dazu halt hundertprozentig stehen, finde ich, und sich nicht einfach irgendwie wieder auf die andere Seite dann schlagen. Herr Multerer aus Cham, was halten Sie von der Entscheidung? Also ich finde, das war definitiv die richtige Entscheidung, da Mesut Özil doch bei uns in Deutschland ein Vorbild ist für Jugendliche und dass man eigentlich mit den, was man die letzten Jahre vor den Medien vergleichen hat können, war das die richtige Entscheidung, dass er zurücktritt. Und wir haben andere Spieler, die was auf jeden Fall für unsere Jungen Vorbild sein sollten und auch Vorbild sind und das sollte ja dann auch so bleiben. Jetzt sagt Mesut Özil ja, ihm ist Rassismus entgegengeschlagen von Seiten des DFB, aber auch von Seiten der Fußballfans. Können Sie das nachvollziehen? Zum Teil ja. Das haben sie doch, manche Obrigkeiten, doch sehr rausgearbeitet, was das Thema betrifft. Aber jetzt, was direkt Rassismus betrifft, er hätte das halt auch früher überlegen sollen, meines Erachtens, was er macht, wie das dann in der Öffentlichkeit überkommt. Das sind seine Manager dafür verantwortlich und darum finde ich es, ja, ist halt so, ja. Herr Kleber aus Starnberg, was ist von dieser Entscheidung zu halten? Ja, seine Entscheidung, was jetzt zum Beispiel Rassismus angeht, wenn einer so viel Geld verdient, muss er wahrscheinlich auch mit solchen Kritikpunkten leben. Und ansonsten habe ich dazu eigentlich keine Meinung. Herr Tomelen aus Brake an der Unterweser, was ist denn von dieser Begründung Ihrer Ansicht nach zu halten? Ich finde, der DFB und Mesut Özil haben, glaube ich, eine ganze Zeit aneinander vorbeigeredet und gehandelt, sodass aus einer kleinen Sache eine große Geschichte geworden ist, die natürlich für die Medien sehr ausschlachtungswert ist. Also es geht Ihrer Ansicht nach tatsächlich um dieses Gruppenfoto mit dem türkischen Präsidenten? Ja, würde ich sagen. Also meine Meinung dazu ist, ich hätte ihn und Herrn Gündoğan gar nicht erst mitgenommen zur Weltmeisterschaft. Man kann jetzt ja nicht sagen, dass die deutsche Mannschaft rausgeflogen ist wegen den beiden, aber man weiß auch nicht, was hinter den Kulissen los gewesen ist. Frau Bauer aus dem Landkreis Regensburg, aus Geisling, was ist von dieser Begründung zu halten? Ja, nicht voll, finde ich, weil er hat ja die letzte Zeit schon nicht wirklich gut gespielt, finde ich. Auch in der letzten WM hat er nicht wirklich voll zerrissen. Und ja, ich glaube, das ist eher so eine Retourkutsche. Ich finde es auch nicht okay, was er da, dass er den Erdogan getroffen hat. Und wenn er für die deutsche Nationalmannschaft spielt, repräsentiert er für mich automatisch Deutschland. Und da muss, das hat jetzt schon was mit Politik zu tun. Man kann jetzt nicht einfach sagen, das kann man trennen. Und er sieht das nicht politisch, kann ich nicht begründen.